dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der differenzierten Betrachtung, hier bin ich wieder mit der Folge 58 des fröhlichen Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, Treibens. Hier auf dem Gleichsatzkanal, frisch zu Werke mit der Nummer 280 sind wir. Ich, du, er, sie, erst letztes Mal stehen geblieben. Es ist hier die Rede vom durchschauten Blendwerk des Wortes Liebe. Liebe steht hier exemplarisch für alle anderen Worte, aber hier lässt sich am deutlichsten der Blendwerkcharakter von Worten aufzeigen. Es gibt kaum ein Wort unter den Wörtern, mit dem mehr Schindluder getrieben wird als mit dem Wort Liebe. Ich habe das schon des Öfteren angesprochen, wie sehr man sich missverstehen kann. Er versteht etwas anderes als sie unter Liebe, aber man spricht nicht darüber. Das gilt selbstverständlich auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen, um mich hier nicht des Geschlechterrassismus, Heterogenismus auszusetzen, verdamme ich. Ich suchte nach einem Wort in der Trickkiste meines Sprachschatzes. Blendwerk ist ein anderes Wort für den Schein, der sich mit Sprache und durch Sprache erzeugen lässt. Der Schein, etwas Besseres zu sein, zum Beispiel durch rhetorische Gewandtheit, Zungenfertigkeit, Kurse in der Volkshochschule, Sprechkunst. Wie halte ich einen Vortrag, wird einem beigebracht, wie man die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer fesselt. Unabhängig vom Inhalt selbstverständlich, da kann der größte Schwachsinn mit der entsprechenden Präsentationstechnik dann zum großen Erfolg werden. Hauptsächlich kommt diese Täuschung durch eine irrtümliche Anwendung der Begriffe, und zwar die Identitäre, um ein Modewort zu gebrauchen, die identifikationistische oder die istische. Das ist das, eine ganz bestimmte Auffassung des Seins, der Wirklichkeit und der Realität. Etwas ist, aber es ist nichts. In einem streng logischen Sinn, an sich ist nichts. Aber derartige Erkenntnisse werden vom Durchschnittsbürger normalo eher als Spitzfindigkeiten betrachtet, weil auf den billigen Plätzen, sage ich jetzt mal, ohnehin immer nur alles praktisch ist, und sobald diese Praxis einmal hinterfragt wird, dann ist man sofort weltfremd, realitätsfremd, lebensfremd. Aber die Fremden sind sie, doch sie wissen nicht, was sie tun. Verzeih ihnen, Herr, sie wissen nicht, was sie tun. Und um jetzt nicht noch mehr Stoff zur innerbetrieblichen Arroganz zu bieten, wechsle ich auf den nächsten Punkt. Ich weiß es nicht, inwieweit innerhalb meines Einzugskreises an Flohvollern hier Publikum betrachten, welche sind, die überhaupt in ihrem Sprachschatz das Wort Liebe vorfinden. Falls das nicht der Fall ist, dann nehme man doch
irgendein anderes prächtiges, bedeutungsvolles, ein wichtiges Wort. Was ist denn ein wichtiges Wort? Pflichterfüllung. Gut, mit Pflichterfüllung lässt sich das genauso gut durchdeklinieren. Denn die Frage ist immer Pflicht oder irgendetwas für wen oder was, von wem aus. Ist es aus der Sicht des Subjekts, ist in dieser Pflicht meine Subjektivität gefragt, meine Anerkennung, meine Zustimmung, bin ich überhaupt hier gefragt oder handelt es sich um ein mehr oder weniger autoritäres Befehlen, das nicht in Frage zu stellen ist, sondern nach dem Motto, auf jedem Schiff gibt es nur einen Kapitän und dergleichen, da Vorschriften zu befolgen sind, die mit Moral nichts zu tun haben. Das gilt es zuerst einmal zu klären. Inwieweit dieser Pflichtbegriff was mit ethischer Verbindlichkeit zu tun hat und so weiter und so fort. Philosophie ist im Grunde genommen nichts anderes als Sprachkritik. Den Gebrauch der Worte, wie das Wittgenstein genannt hat, gegen die Verhexungen des Verstandes oder der Sprache, er spielt keine Rolle, dagegen anzudenken. Und das ist nur, das macht überhaupt nur einen Sinn, wenn man objektivitätskritisch ist und die ganzen Realitätsapostel aufs Korn nimmt. So, Johann Wolfgang von Frankfurt kommt in der übernächsten Nummer. Die nächste Nummer ist 281. Hier heißt es, die Logik soll die bloße Form vom Gehalt gesondert aufstellen. Das Wesen der Logik besteht in der Abstraktion von allem Inhalt. Haben wir wieder ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich werde jetzt aber nicht die Dateien nochmal durchsuchen. Diejenigen, die bereits Gehörtes wiederhören, nehmen es als Wiederholung, als Bekräftigung des schon mal Gehörten. Ich denke mal, ist nur selten jemand darunter, dem das jetzt wirklich schon bis oben hin steht. Die Logik soll bloß die Form vom Gehalt gesondert aufstellen. Also diese Differenzierung, dass logische Regeln eigentlich nur die Form betreffen. Und Form heißt hier die allgemeine Form, beziehungsweise die Allgemeinheit. Also das, was allgemein in jedem Fall für alle zutrifft. Und von dem wird gehandelt und nicht vom Inhalt, also jetzt der konkreten Angelegenheit. Es ist immer abstrakto, wenn von einem Bewusstsein die Rede ist in logischer Hinsicht, dann ist von einem Bewusstsein an sich die Rede oder von einem Bewusstsein schlechthin oder von einem allgemeinen Bewusstsein, von einem Bewusstsein überhaupt, wie Kant hat von so etwas geträumt, dass es so etwas gibt und dass er darüber spricht. Es geht nicht um das, was jetzt ganz konkret ein ganz bestimmter Mensch in seinem Bewusstsein als Inhalt vorfindet, beziehungsweise durch seine Aufmerksamkeit als gesonderten Gegenstand kürt, sondern um das Bewusstsein schlechthin, und da ist dann
dazu in Relation oder in Beziehung gesetzt wird dann eine Vorstellung, schlechthin auch wieder nicht eine konkrete Vorstellung vom Glasauge eines entfernten Bekannten, sondern von eine Vorstellung, wie sie alle Menschen haben können, wie sie zweifelsohne ja als Tatsache im Bewusstsein, wie das Bewusstsein auch überhaupt eine Tatsache ist, so denken diese Leute. Die sehen das nicht als eine Begriffsbildung, mit der ein Phänomen, das eigentlich ein X ist oder ein Fragezeichen, wenn es nicht sofort ein Funktionsbegriff ist, mit dem man sich jetzt da so bestimmte Zusammenhänge, Abläufe, Verbindungen vorstellt, die es da im Inneren eines Menschen, in der Innenwelt dazugeht, sondern das sind dann alles Tatsachen, weil es kann ja niemand abstreiten, dass Menschen Vorstellungen haben, so ungefähr, und genauso gut, also es wird nicht als Begriffsbildung gesehen, genauso gut ist es dann mit den Anschauungen, obwohl die Anschauung als besonderer wissenschaftlicher oder philosophischer Begriff erst späterer Natur irgendwann mal, genauso wie das Bewusstsein, wurde es, viele Begriffe wurden erst einmal aus dem Lateinischen dann für das Deutsche gebräuchlich gemacht. Christian Wolff, ein Vorläufer von Kant, Nachfahre von Leibniz, ist da jemand, der sich da in der Hinsicht einiges an Verdienst erworben hat. Also so sind diese Begriffe, hat es eigentlich in der deutschen Sprache, viele von denen sind Übersetzungen aus dem Lateinischen und haben sich jetzt nicht im Sprachgebrauch, in den Sprachgewohnheiten der Normalverbraucher hier gebildet. Gut, dann geht's weiter, 282 jetzt kommt. Der gute Mann von Frankfurt, Heimrat oder sowas, Staatsdiensten mit genügend Freizeit zum Dichten. Ein Vierzeiler, es reimen sich die ersten beiden und die letzten beiden Zeilen. Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr sei nicht wahr. Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das glaubt ihr, gelte nicht. In der Hinsicht auch objektivationskritisch gegen den, wenn man jetzt ein viel zitiertes Wort von Goethe in diesem Zusammenhang ist ja das von den Tatsachen, dass bereits jede Tatsache ist schon theoretisch vorgeformt, so ungefähr, wobei könnte man jetzt meinen, dass Goethe auf der Seite der Irrationalisten, Subjektivisten zu finden ist. Das ist jetzt nicht so. Dieses Zitat stammt aus seiner Farbenlehre und wenn man das im Zusammenhang dann sieht, dann schaut das alles wieder ganz anders aus. Aber unabhängig davon, ich habe mir das sowieso vor einiger Zeit abgewöhnt, jetzt besondere Autoren da mit irgendwelchen speziellen Zitaten zu identifizieren und dann den ganzen Denker in diese Richtung zu rechnen. Das ist nur allzu oft, hat sich das als widersprüchlich erwiesen, nicht nur bei den Größen wie Hume oder Kant, sodass ich das jetzt prinzipiell unterlasse und nur mehr das, was sinnvoll ist, in irgendwelchen Bemerkungen
für mich als Anregung nehme, Inspiration, wie auch immer, nachdenkenswert. Und das war's dann. Also mit diesem Fassen ist dieser Rationalismus gemeint, dieses Greifen, das Rechnen, das Messen, Wägen, das Messen in diesen willkürlich geschaffenen Einheiten, die dann so gehandhabt werden, als würde es sich um etwas handeln, das die Natur selbst erfunden hat. Und deswegen umso beweiskräftiger sein. Aber soll der Geltungsbegriff nicht seinen Sinn und Wert verlieren, dann ist es ein Unding für meine Begriffe, dass die Objektivisten da mit ihrer Allgemeingültigkeit da hausieren gehen, ohne nicht jedes Mal ordentlich einen Schlag ins Kontor zu erhalten von solchen Zeitgenossen, die etwas reflektierter denken. Ja, das wäre es eigentlich schon soweit mit dem guten Goethe, Nationalheiligtum. Es folgt die Nummer 283 und ein kurzer Blick auf mein Chronometer, knappe 10 Minuten. Heinrich Rickert, besagter Heinrich Rickert, einer der zwei Köpfe der südwestdeutschen Schule des werttheoretischen Zweiges des Neukantianismus, wie es schön heißt. Bei dem heißt es auch, die Elektronen werden von der Physik nur als gleich angesehen, wie alle Exemplare eines allgemeinen Gattungsbegriffes. Ich bin jetzt nicht allzu sehr bewandert in dieser Atomphysik, aber ich denke mir mal, mit der Anschaulichkeit ist es nicht allzu weit her. Da regieren vielmehr gewisse Vorstellungen das Feld, mit denen man sich dann sogenannte Phänomene erklären lassen, und ich glaube sogar, dass hier ganz ein vorzüglicher Bereich der Begriffsbildung stattfindet. Mit was gibt es nicht alles dann, was dann noch alles, was waren das? Die Quanten, dann die Quarks und die Strings. Und so funktioniert es auch auf anderen Gebieten. Da werden dann oft auch müssen notwendigerweise neue Begriffe erfunden werden, die dann akzeptiert werden oder strittig sind. Und in den wenigsten Fällen, das heißt im Prinzip, man kann nicht davon ausgehen, dass diese Begriffe, die man jetzt gerade erfunden hat, zu 100% einer Realität korrespondieren, also 1:1 übersetzt werden können. Wenngleich das viele Leute machen, die es nicht so genau nehmen oder dann einen gehörigen Schuss Idealismus dann mit dabei haben, wo sich dann solche Identifizierungen gewissermaßen von selbst verstehen, und da in einem, wenn man sich da die Literatur betrachtet, da sind dann häufen sich dann die Stellen, wo ganz offensichtlich Begriffsbildung am Werk ist, bei der einigermaßen fraglich ist, oft auch zugegebenermaßen, ob man hier jetzt wirklich auf dem richtigen Trip ist oder eventuell eine andere Hypothese bessere Dienste leistet. Aber dann wollen wir mal schauen, ob hier die nächste Atomphysik bzw. Zitat aus dem Bereich mehr Fortschritt bietet. Arthur S. Eddington Stanley, soweit ich mir das in Erinnerung ist, in
Schrödingers Autobiografie. Die Welt des Physikers stellt sich dem Beschauer dar als Schattenspielaufführung des Bühnenstücks Alltagsleben. Der Schatten meines Ellenbogens ruht auf dem Schattentisch, auf einem Schattentisch, während die Schattentinte über das Schattenpapier fließt. Das freimütige Gewahrwerden, dass die physikalischen Wissenschaften es mit einer Welt von Schatten zu tun haben, gehört zu den bedeutendsten Fortschritten der jüngsten Zeit. Also ein Naturwissenschaftler, Physiker, Eddington, Wissenschaftstheoretiker, bemüht hier ein im Grunde das Höhlengleichnis von Platon mit seinen Schattenfiguren, und diese Analogie soll, soweit ich das beurteilen kann, auf die Sprachproblematik hinweisen, dass eben diese Worte nur Schatten sind, aber eben nicht mit dem Schattengeber identifiziert werden dürfen, also mit der Sache selbst, aufgrund derer mit via Lichteinfluss dann der Schatten entsteht. Also eine nüchterne Betrachtung, die den Optimisten und den ungebremsten Naturwissenschaftlern, Physikern, sage ich jetzt mal, etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Man solle nicht übermütig werden. Trotz all der Erfolge wachsen die Bäume der Erkenntnis dann doch nicht in den Himmel. So ungefähr. Das Bühnenstück Alltagsleben wäre auch ein Gedanke wert. Durchsage an alle die des Alltagslebens, die des Alltagslebens sind, Darsteller. Auf der Bühne des Alltagslebens, ich stelle mir gerade eine Rampensau auf der Bühne des Alltagslebens vor, ein Oberwichtigtour, der seine praktischen Fähigkeiten zum Stein des Weisen erklärt und links und rechts keine Begleitung sieht. Und schon geht's weiter zu Max Weber und der Nummer 285. Nomologisches Wissen ist für Max Weber die Kenntnis von Gesetzen, das heißt Abstraktionen. Ich denke mal, diese Verbindung, dieser Bezug der Abstraktion zum Gesetz wurde schon einmal angesprochen. Möglicherweise nicht hier in dieser Trilogie, sondern in der Besprechung der Objektivitätskategorie. Hier auf dem Gleichsatzkanal 20 Folgen. Via Allgemeingültigkeit ist der gemeinsame Nenner. Die Abstraktionen sind Verallgemeinerungen und ein Gesetz ist eine Verallgemeinerung in dem Sinn, dass es allgemein gilt, unabhängig von einem speziellen Ort und einer speziellen Zeit. Da kann man irgend so einen Stein der Früh um 4 Uhr aus dem Bett holen und dann von einem Tisch fallen lassen. Dann fällt der mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu Boden. Und dass jetzt meine Zeit vorüber ist, das ist jetzt nur nebenbei für diese Folge. Und dass es sich hier jetzt nicht um schlechthin eine Wahrheit handelt, sondern die Bedingungen geschaffen sein müssen, dass die Erdanziehungskraft voll zur Geltung kommt, was in der Regel kein Problem ist. Und man deshalb zur Übereinkunft gelangt, dass alles, was sich hier so auf der Erde abspielt, das ist Gesetz. Und was jetzt auf dem Mond da
los ist, das spielt keine Rolle. Das hat für uns hier auf der Erde keine Bedeutung. Also gilt dieses Gesetz. Und hier kommt es jetzt darauf an, ob eine strenge Logik sein muss oder nicht. Wenn keine strenge Logik sein muss, dann kann man diese Unterschiede vernachlässigen. Ob das jetzt schlechthin Gültigkeit hat oder nur relativ zu ganz bestimmten Verhältnissen. Wenn es hier aber ums Prinzip geht, ob man grundsätzlich, ob es ein Ja oder Nein ist, so wie man nur ein bisschen schwanger und ein bisschen tot nicht sein kann, so gibt es auch ein bisschen objektiv und allgemeingültig, heißt dann allgemeingültig und nicht nur auf der Erde gültig. Das wäre eben der Punkt. Und nicht nur das, sondern wir sind hier angelangt. Endstation für Folge 58 und weiter geht es das nächste Mal, Folge 59 mit der Nummer 286. Ich verabschiede mich mit einem geflissentlichen Peace und Out.